Die Bedeutung der Harmonie. Harmonie zwischen Menschen ist sehr wichtig. Sie entsteht durch Freundlichkeit und Liebe, gegenseitige Hilfe, gemeinsame Ziele oder einfach dadurch, dass wir in dieselbe Schule gehen oder aus derselben Gegend oder Gesellschaftsschicht stammen. Dennoch wird es immer Unterschiede und Interessenkonflikte zwischen den Menschen geben und Harmonie ist nicht immer leicht zu erreichen. In der heutigen Gesellschaft entstehen viele Konflikte, weil Individuen, Parteien und Firmen ihre eigenen Ideale und Standpunkte haben. Viele Menschen sind intolerant gegenüber anderen, weil sie einer anderen Kultur, Religion oder Rasse angehören oder eine andere Sprache sprechen. Wie also kann ein Land für Harmonie unter seinen Bürgern sorgen? Ein buddhistisches Sprichwort sagt: Ein Kloster gedeiht, wenn es keine Streitfragen gibt. Das setzt Harmonie voraus. Die Angehörigen einer buddhistischen Gemeinde stellen Harmonie her, indem sie 6 Regeln befolgen: einträchtig wohnen, einmütig reden, Freude teilen, die gleichen Gebote einhalten, die gleichen Ansichten hegen und die gleichen Vorteile genießen. Die 7 Methoden der Streitschlichtung in den Vinayas tragen ebenfalls zur Harmonie in der Sangha bei. Das Amitabha Sutra sagt: Im westlichen, reinen Land der höchsten Glückseligkeit versammeln sich alle vorzüglichen Wesen an einem Ort. Das ist ein Zeichen der Harmonie. Harmonie ist die Quelle eines reinen Landes. Sie bringen eine Familie, Glück und einer Gemeinde Frieden. Doch Harmonie entsteht nur, wenn wir tolerant sind und andere Menschen respektieren. Wenn wir begreifen, dass es immer Unterschiede zwischen den Menschen geben wird, können wir diese Unterschiede akzeptieren. Ein Teich sieht besonders schön aus, wenn ihn Lotusblüten auf grünen Blättern bedecken. Und bunte Schmetterlinge im Garten sind eine Augenweide. Alles ist schöner, wenn wir die Unterschiede willkommen heißen. Ein Regenbogen ist deshalb so prachtvoll, weil er alle 7 Farben des Spektrums in vollkommener Harmonie vereinigt. Als gesellige Wesen brauchen wir die Hilfe anderer, um zu überleben. In einer Familie muss Harmonie zwischen Ehepartnern, Geschwistern, Eltern und Kindern herrschen. Ein Unternehmen braucht Harmonie zwischen Partnern, Kollegen, Arbeitgebern und Mitarbeitern. Ein chinesisches Sprichwort bekräftigt: Eine harmonische Familie bringt Wohlstand, denn Harmonie ist eine Quelle des Glücks. Ein anderes rät: Wenn 2 Menschen den gleichen Willen haben, können sie alle Hindernisse überwinden. Das hilft uns verstehen, wie wichtig Harmonie ist.